Wenn das Meer zurückzieht, ist das ein Anzeichen für einen kommenden Tsunami. Und derzeit zieht sich das Meer zurück. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Filmaufnahmen kennen von diesem schrecklichen Tsunami in Thailand, als da Leute eben immer weiter in Richtung Meer gehen, weil sich das Meer zurückzieht. Und dann Leute, die auf Anhöhen sind, versuchen mit Rufen diese Leute zu warnen. Aber die hören diese Rufe nicht, gehen immer weiter. Und ja, man kann noch einige Meter laufen vielleicht. Und noch sieht man nicht, was kommt, aber der Tsunami, der kommt. Und ich habe schon das Platzen der Dotcom-Blase erlebt, ich habe die Finanzkrise erlebt und bin also schon ein bisschen dabei. Und was derzeit auch so an Stimmungslagen, auch in den Kommentaren etwa auf meine Videos der Fall ist, das erinnert mich so ein bisschen im Vorfeld eben solcher Dinge, die dann ziemlich unschön ausgehen, eine Art Siegesgewissheit, die dann seitens der Euphoriker auch meistens nicht intellektuell allzu tief verankert ist. Wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Das, was ich hier titele, Aktien-Euphorie, Warnsignale, damit meine ich gestern die Umkehr von Emerson. Damit meine ich etwa, dass das Konjunkturmetall Kupfer überhaupt nicht anspringt, sondern weiter fällt. Damit meine ich zum Beispiel die Relation zwischen Holz und Gold, Bauholz, US-Bauholz und Gold. Bauholz ja praktisch Nachfrage, Wirtschaftsaufschwung oder Abschwung und Gold sicherer Hafen. Und all diese Parameter weisen in eine einzige Richtung und das wollen wir uns anschauen. Und wenn diese Richtung kommt, nämlich die Rezession, dann sind Aktien zu teuer und dann ist diese Euphorie, die wir derzeit sehen, praktisch totaler Quatsch. Und hier sehen wir mal dieses Umkehrsignal von Emerson. Quartalszahlen besser als erwartet. Ja, wer wundert, wenn die Erwartungen vorher gesenkt werden. Aber nein, die Zahlen waren durchaus okay. Aktie 12% zwischenzeitlich im Plus gewesen. Dann sehen wir hier, booms, ging es nach unten. Die Aktie sogar noch im Minus geschlossen nachbörslich. Ist negativ gewesen. Und der Grund dafür ist, dass Emerson eingestanden hat, dass im April die Nachfrage nach der Cloud AWS 500 Basispunkte, also 5% geringer ist als im letzten Quartal. Und ich glaube, eins wird aus diesen Zahlen klar, der März ist ein Gamechanger gewesen. Diese Pleiten dieser beiden US-Banken, Signature und Silicon Valley Bank, die ziehen einen Credit Crunch nach sich. Die werden dazu führen, dass Unternehmen immer vorsichtiger werden. Und das ist eine Spirale, die eingesetzt hat, ein Tsunami, den du nicht mehr aufhalten kannst wahrscheinlich. Und wir haben jetzt gestern Abend neue Daten bekommen in Sachen Abzüge oder respektive Zuflüsse wieder in Geldmarktfonds, die erahnen lassen, dass die Bankeinlagen in den USA wieder deutlich geschrumpft sind. Diese Daten kommen heute Abend zu den Bankeinlagen, aber wir sehen jedenfalls Emerson ins Minus gedreht. Und das, nachdem wir gesehen haben, dass die Gewinne ja doch ziemlich eingebrochen sind in letzter Zeit. Gut, die Aktie ist auch nicht besonders gut gelaufen in den letzten Monaten, aber jedenfalls ist das ja jetzt nicht eine Story von unendlich wachsenden Gewinnen. Hier sehen wir mal, dass dann Emerson durchaus das Gebot der Stunde erfüllt hat und oft AI gesagt hat, künstliche Intelligenz, etwa einmal die Nennung dieses Begriffes bringt 1% bei der Aktie. Das sollte sich jeder CEO mal hinter die Fahnen schreiben. Und natürlich haben wir ein gigantisches Wachstum gesehen in der Cloud von Emerson. Und das ist ja das, was überhaupt noch Geld verdient. Das herkömmliche Geschäft verdient kein Geld. Hier sehen wir jetzt die Umsätze auf 83 Milliarden Dollar. Aber natürlich wird es schwierig, jetzt von diesem Niveau da nochmal zu wachsen, zumal man Konkurrenz hat. Aber diese Warnung, dass das Geschäft bereits schlechter läuft, sollte man ernst nehmen. Und gestern sind sozusagen die Leute reingespült worden, long onlys forced in die Märkte, weil FOMO-Buyers, also weil die Fear of Missing Out-Buyers hier reingekommen sind. Gleichzeitig ein Short-Squeeze, Hedgefund-Short-Covers, das sehen wir hier, Emerson, Apple, Microsoft und Meta, alleine 550 Milliarden an Marktkapitalisierung gestern den US-Märkten gebracht. Und hier sehen wir mal,
Dann das Resultat: Dow Jones über 1,5% im Minus, im Plus, der Nasdaq fast 2,5% im Plus, der Nasdaq Composite und der Nasdaq 100, der dominiert wird ja durch diese großen Tech-Player sogar 2,76%. Wir sehen den VIX mit minus 9,61%. Gleichzeitig ist der VIX also praktisch zusammengebrochen, aber der S&P 500 hat kein neues Verlaufshoch gemacht. Wir sehen gestern Communication Services, klar, Meta, hier ganz hier vorne, aber wir sehen Energie weit hinten, dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal, was da konkret passiert ist. Da gab es Zero DTE Call Buying und dann haben am Schluss noch sozusagen diejenigen, die Puts gekauft haben, Zero DTE Puts, die mussten dann glattstellen und so kam dann diese Ramp zustande, die dann erstmal durch die Zahlen von Amazon noch verstärkt wurde, aber dann, wie gesagt, die Drehung. Und dann haben wir auch nachbörslich die Zahlen bekommen hier in Sachen Fed, in Sachen Banken. Hier sehen wir, dass die Fed 17 Milliarden Dollar an Mortgage-Backed Securities jetzt aus ihrer Bilanz entfernt hat, respektive diese Geschichten wurden nicht verlängert. Wir sehen Discount Window, also das ist praktisch das letzte Fenster für US-Banken, sich bei der Fed Geld zu leihen. Teuer verzinstes Geld, nochmal 4 Milliarden gestiegen, jetzt im Vergleich zur Vorwoche auf knapp 74 Milliarden Dollar und auch dieses BTFP, dieses Bank Term Funding Program, plus 1,4 Milliarden Dollar auf jetzt 81,32 Milliarden Dollar. Wir sehen also, dass die Notfallnachfrage, könnte man sagen, von den US-Banken, die ja darunter leiden, dass die Kunden ihr Geld abgezogen haben, dass die wieder zugenommen hat. Man muss sich also noch mehr Geld leihen, weil die anderen die Gelder abziehen, nämlich die Kunden von den Banken, weil sie da eben in Geldmarktfonds bessere Zinsen bekommen. Dazu gleich mehr. Hier sehen wir dann mal die Bilanzsumme der Fed. Letzte Woche wieder 30 oder jetzt nach den neuesten Zahlen 30 Milliarden Dollar, 30,5 genauer gesagt, gefallen. Damit haben wir in den letzten 5 Wochen eine Bilanzreduzierung von 171 Milliarden Dollar. Im Zuge dieser Pleiten von Silicon Valley etc. hat sich die Bilanzsumme der Fed ja ausgeweitet um 400 Milliarden. Also jetzt sind wir 171 runter, also um und bei 40-45% dieser Bilanzsummenausweitung sind wieder fort. Und wo ist Geld reingeflossen? Wieder in diese Geldmarktfonds. Wir hatten zuletzt eine kurze Beruhigung gesehen. Da ist Geld aus diesen Geldmarktfonds ausgeflossen. Aber warum? Weil Firmen und Konsumenten in den USA eben ihre Steuern bezahlen mussten. Das war praktisch der Tax Day. Jetzt sehen wir, dass eben Geld wieder reinfließt und zwar ziemlich happig. 53,8 Milliarden Dollar, sodass wir jetzt durchaus bei etwa 5,3 Billionen Dollar fast schon sind. Das zeigt hier diese Grafik oder hier sehen wir noch den alten Wert von 5,262. Genauer gesagt sind wir bei 5,277 Billionen Dollar, die also in diesen Geldmarktfonds sind, die inzwischen fast 5% Zinsen bieten und damit natürlich eine super Konkurrenz sind für das, was man bei der Bank bekommt, nämlich durchschnittlich in den USA 0,38%. Hier sehen wir mal einen Tweet von Sven Henrik: More liquidity coming out. Und may want to keep that in mind while FOMO chasing into tech stocks. Die Tech Stocks 10-15% gehen nach oben und die Liquidität, die geht weiter nach unten. Hier die Bankreserven bei der Fed. Wir sehen dann auch einen Tweet von James DePoor, der zeigt, dass gestern 270 Aktien neue 12-Monats-Tiefs gemacht haben. Das nur nebenbei. Und hier mal eine Grafik von Michael Silver, der ein Tool hatte, wo man die Upside statistisch berechnet, also das Potenzial für weitere Aufwärtsbewegungen, das Potenzial für Abwärtsbewegungen, mal für diese großen Tech-Aktien. Und dann sehen wir, das Chance-Risiko-Verhältnis ist aus meiner Sicht hier nicht gerade günstig. Und gestern ja diese wahnsinnigen Zuwächse bei diesen Tech-Aktien. Okay, schauen wir mal. Dabei kriegen wir weiter Warnsignale, etwa Nasdaq McLaren Summation Index. Wir sehen negative Divergenzen, wo auch immer man hinschaut. Gestern diese fulminante Bewegung RSI jetzt natürlich überkauft nach einer solchen Bewegung. Und wir haben dann auch noch Zahlen von Snap bekommen. Die Aktie im freien Fall fast 20% im Minus. Intel dagegen ist gestiegen nach börslicher, wo man den größten Quartalsverlust in seiner Firmengeschichte
hier erzählt hat, aber die Wall Street hat gedacht, es hätte noch schlimmer kommen können. Das war der Grund, warum die Aktie da normal 5% nachbörslich gestiegen ist. Und jetzt wichtig, heute kommen die PCE-Verbraucherpreise, auf die Fed ja sehr achtet in Sachen Inflation. Gestern hatten wir ja das BIP und die Preiskomponenten. Die Preiskomponenten, nämlich Core PCE, also Kern-PCE, mit 4,9 deutlich höher als erwartet von 4,7 und der BIP-Deflator, GDP Price Index, 4,0 statt 3,7%. Also darauf würde zu achten sein. Es gibt hierbei gestern übrigens in Reaktion ja dann die Renditen gestiegen, also Nasdaq-Aktien sind deutlich gestiegen und die Renditen für Staatsanleihen sind gestiegen, eben weil man gesehen hat, dass der Preisdruck hoch bleibt und die Fed selbst bei abkühlender Wirtschaft nach den schwachen BIP-Daten wohl erstmal nicht die Zinsen senken kann. Hier sehen wir mal, es gibt diese PCI-Daten ja auch in der Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, und das könnte ein Faktor werden. Links sehen Sie mal PCI in der Headline, also die normale Zahl, und rechts sehen wir die Kernrate. Bei der Kernrate sehen wir, dass der Abwärtstrend nicht so klar ist. Jetzt könnte es aber auch sein, dass PCE praktisch etwas höher geht, weil wir vor allem den Faktor Energie als Preistreiber gesehen haben dürften. Nach den OPEC-Produktionskürzungen war der Ölpreis ja gestiegen, der inzwischen allerdings wieder wegen Konjunktursorgen deutlich nach unten gegangen ist. Hier mal das Cliff and Fed Nowcast-Modell für die Zahlen heute, die wichtig werden. 14:30 bei Finanzmarktwelt werden wir berichten. Hier erwartet man 4,1 PCE zum Vorjahresmonat und knapp 4,6 in der Kernversion. Also das wird ein entscheidender Trigger. Und jetzt will ich nochmal zu diesen Warnsignalen kommen. Schauen Sie sich mal Kupfer an in Relation zu den Aktienmärkten. Kupfer, ein absolutes Konjunkturmetall. Wenn Kupfernachfrage groß ist, dann weiß man, okay, da passiert was Positives in der Wirtschaft, und wenn nicht, das Gegenteil. Wir sehen den Dow Jones Transportation Index, der überhaupt nicht das macht, was die Aktienmärkte sonst machen oder was der Dow Jones Industrials etwa macht. Also da sind ganz klare Warnsignale, Copper to Gold Ratio, also praktisch Konjunktur zu sicherer Hafen, oder eben auch, und das ist das Zweite, was wirklich hier sprechend ist, etwa von Diego Fastnacht, der sagt, schaut euch mal Holz, also Bauholz, US-Bauholz in Relation zu Gold an, auch das ein Maßstab für Nachfrage in der Wirtschaft und eben Bedürfnis nach Sicherheit. Hier sehen wir, dass das weiter nach unten geht, ein absolutes Warnsignal, wie Diego Fastnacht hier sagt. Wir sehen auch Corn, Wheat und eben Lumber jetzt so tief wie seit 2020 nicht mehr. Wheat tiefster Stand seit Juli 2021 und Corn seit Juli 2022. Und hier sehen wir mal anhand von verschiedensten Stimmungsindikatoren Risk-On, Risk-Off-Signals, und wir sehen, wir sind hier absolut im Extrembereich Risk-On, sodass wir meistens an solchen Punkten dann eben auch Wendemarken sehen. Es kann kurzfristig immer noch ein bisschen weitergehen, das ist überhaupt kein Thema. Hier geht es darum, ob sozusagen ich Richtung Meer laufe, das sich zurückgezogen hat, und das heißt nicht, dass das Meer heute kommt, aber wenn das Meer sich zurückzieht und eben diese Anzeichen für einen Tsunami so überragend sind, dann würde ich versuchen, schnell an den Strand zu laufen und an eine Anhöhe zu kommen, irgendwo einen Hügel zu finden, auf den ich mich stellen kann. Die indigenen Völker haben das gewusst, die späteren haben das dann meistens vergessen. Die Bank of Japan übrigens macht weiter mit ihrer ultralaxen Geldpolitik. Proceed with monetary easing, the BOG will patiently proceed with the monetary easing. Jetzt ja der neue Notenbankchef Ueda, da gab es Spekulationen, wird er etwas anders machen? Nein, er macht nichts anderes. Dementsprechend wird der Yen jetzt gerade abverkauft oder ist heute Morgen abverkauft worden. Und hier sagt man, Japan is anticipated to see sustainable price increases begleitet von Wage Increases, also man rechnet mit weiterer Inflation, sagt aber auf der anderen Seite, und mit einer weiter steigenden Inflation, sagt auf der anderen Seite, aber wir werden unsere ultralaxe Geldpolitik fortsetzen, passt nicht zusammen. Heute etwa die Verbraucherpreise aus Tokio, die in Japan sehr stark beachtet wurden, Mitte 3,5 jeweils über, deutlich über der Erwartung. Und was machte die ECB? Die muss ja auch nächste Woche entscheiden, wie die Fed, aber einen Tag später. Und inzwischen verschiebt sich die Erwartung zu einem kleinen Zinsschritt, also nicht nochmal 0,5, sondern 0,25. Heute das erste Mal seit gut 2 Jahren, dass die Importpreise aus oder in Deutschland rückläufig waren, und zwar 1,1% zum Vormonat und minus 3,8% zum Vorjahresmonat. Das ist durchaus interessant. Abschließend, meine Damen und Herren, wir sehen das auch beim Öl. Ich hatte Kupfer genannt, Bauholz,
Dow Jones Transportation, wir sehen auch hier jetzt nicht mal die OPEC-Kürzung, Bums nach oben und jetzt Nachfragesorgen, eben wegen geringerer Nachfrage, weil man sich sagt, da kommt eine Rezession dazu. Kluge Aussagen in diesem Artikel, erste Empfehlung, zweite und dritte Empfehlung sehen Sie hier. BYD hat jetzt der Volkswagen als meistverkaufte Marke in China verdrängt. Das ist ein Signal, ein Game Changer, der sich schon lange angekündigt hat, jetzt aber sozusagen offiziell geworden ist. Die deutschen Autobauer werden in China immer weiter zurückfallen, sind im E-Mobilitätsbereich praktisch kaum vorhanden. Dort, auch da fallen die Rohstoffpreise in China weiter. Kein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft so richtig boomt. Und dann, auch super interessant, Amerikaner sind am schwierigsten zu führen. TSMC, dieser taiwanesische Chipkonzern, der hat ja jetzt Produktion in den USA oder will in den USA produzieren und ist total unzufrieden mit den Amerikanern, mit der Mentalität, mit der Arbeitseinstellung. Da gibt es also riesige Schwierigkeiten, während die USA also sich versuchen zu entkoppeln von China, unabhängiger zu werden von China und vor allem die Chip-Produktion eben jenseits auch von Taiwan anzusiedeln, falls China eben Taiwan dann versucht zu erobern, sehen wir, dass das Ganze jetzt im Einzelnen doch deutlich schwieriger ist. Also diese drei Empfehlungen, das Marktgeflüster heute früher, am Montag ja Feiertag in Deutschland, 1. Mai, da keine Videos, aber heute Abend früher als gewohnt nochmal das Marktgeflüster, jetzt sage ich Servus und Ciao.